Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Pico die E18, die Baureihe 118 aus, mit der Artikelnummer 51878. Reinschauen. So, da ist sie. Da seht ihr nochmal die Artikelnummer. Hat LEDs verbaut im Spitzensignal und im roten Signal, ja, halt bei den Lichtern vorne und hinten. MFX ist, glaube ich, dass die sich selber anmeldet, aber weil da, also ich denke mal, dass die sich selber anmeldet, aber nicht mit allen Funktionen dann. Und wenn man die mit DCC anmeldet, also MFX ausstellt, kann man alle Funktionen verwenden, das glaube ich mal. Das war auf jeden Fall bei anderen Loks schon so. So. Ah, ist dann hier. So. Auch mal gleich weg. Zuerst noch hier. So. Die Lok hat hier natürlich wieder Zurüstteile und so andere Sachen, die man zum Zurüsten braucht. Kann man machen, muss man aber nicht. Also, ja. Das kommt da wieder rein. Da ist das gute Stück. Ist auch nicht festgeschraubt. Aha. Ist schon schwer. Aber alles ist aus Plastik, also ja. So. Das kommt da auch wieder rein. Okay. Also, die E18 hier, die gehört zu den letzten Altbau-E-Loks in Deutschland mit einer Vorlaufachse und einer Hinterlaufachse. Ja, und die Lok hatte eine, schon für die damalige Zeit, eine respektvolle Höchstgeschwindigkeit von 100, von 115, von 150 km/h. Ja, das ist schon einiges für eine Altbau-E-Lok mit Vor- und Hinterlaufachsen. Wenn man da mal denkt. Auch sehr schön detailreich hier alles. Und
jetzt wirklich. Mit Kupplung tauschen könnte es etwas schwieriger werden. Weil der hat einen langen Kupplungsschacht und ich glaube, da unten kommt die Kupplung auch nicht raus. Also man muss die gewaltsam rausziehen, glaube ich. Ein Lokführer gibt es nicht drin. Auch sehr, sehr schönes Dach. Mit diesem Huckel auch da. Das ist sehr typisch für die Lok. Ja, und sonst weiß ich nicht, ob das so typisch ist, also ob das so aussah, dass es hier so einen Vorbau hatte für die Puffer. Sieht etwas komisch aus, aber mal. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Unboxing. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich wie immer sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns im Vorstellvideo von der E18 oder in einem anderen Video wieder. Ciao.